Alex und Jaco treten bereits fleißig in die Pedale, um ihren Zielort pünktlich zu erreichen. Also heute sind wir in Hulst. Das ist tiefste Seele, fast an der belgischen Grenze, in so einer alten kleinen Festungsstadt. Auch Fred und Bart sind in Sachen Ortskunde sattelfest. Hulst hat viel Tourismus, hauptsächlich belgische Touristen. Wenige Deutsche wie die ersten zwei Tage. Also ich denke, der Karl will uns heute mal zeigen, wo es lang geht. Weil da ist natürlich so ein bisschen Konkurrenz zwischen den Inselbewohnern in Seeland, wo wir herkommen, und das Festland, wo er herkommt. Wir nennen den auch keine Seeuwen, sondern Ersatzbelgier. Das ist Ersatzbelgier, das ist auch gut, ne? Solche Sprüche bringen unseren Karl nicht aus der Ruhe. In Holland sagt man, das wird ein Appeltje eitje. Das heißt ein Apfel und ein Ei. Und das heißt, dass alles einfach läuft. Entsprechend euphorisch die Begrüßung. Hey Jungs, froh, dass Sie alle da sind. Und mit Fahrrad. Ja, wow, immer. Ganz gut. Herzlich willkommen in mein Lokal. Geh mal bitte hinein. Der könnte auch in Hamburg auf dem Fischmarkt könnte eine gute Nummer machen. Ne? Sieht gut aus von draußen, sieht nämlich aus wie in Frankreich. So mit ganz Trauben und sieht cool aus. Was sagen die Herren zum Interieur? Wow. So. Wow. Kein Haus doch. Jetzt heißt es aber erstmal rumstehen und staunen. Selbst dem sonst so wortgewandten Bart verschlägt das Bistro die Sprache. Erste Minute habe ich, glaube ich, nichts gesagt. Ich war nur, was passiert jetzt? Also man hört nicht richtig raus, wie sie es finden. Sie sind auf jeden Fall sprachlos. Ne? Das heißt ja auch was. Ne? Draußen ist ein bisschen wie das klassische französische Bistro in Südprovence oder so etwas. Und da kommt man in und dann ist das Karl-Style. Ja, Karl-Style, ja. Karls-Style, ne? Komm rein! So, hinsetzen, geht los! Und die Liebe zum Detail hier überall, ne? Also da hat er hunderte von Stunden reingesteckt. Ich glaube, in einem Jahr steht dann noch mehr. Wirklich? Ja, das glaube ich, glaub ich wirklich. Gibt nichts mehr. Doch bei aller Liebe zu Karls Inneneinrichtung, die Sonne scheint und die Mitstreiter möchten draußen sitzen. Herzlich willkommen in mein Bistro, den Bistro en passant. Ja, eine ganz tolle Ausstrahlung hat der Karl. Also auch wenn ich jetzt mal ein bisschen lustig war, unglaublich lieber Mensch, ne? Am ersten möchte ich Sie vorstellen an meinen Sohn, das ist der Walter. Der macht heute die Service für Sie. Ich bin natürlich in Küche. Familienbetrieb ist es, er hat kein Personal. Das macht er gut, weil es ist teuer. Es gibt wenig Stress, wenn man nicht auf andere Leute ertrauen muss, aber wenn man es alles drinnen hat. Und was sagt das Seeländer Herrenquartett zu Karls Karte? Alles in Ordnung soweit? Lustig hier, die Menükarte, so, ne? So ein Brett, so ein Klemmbrett. Ist eine große, riesengroße Karte. Schnucklig, klein, gemütlich, dann auch noch Familie. Und dann ist man völlig erschlagen von der Speisekarte. Bart, ich bin reingekommen in ein richtiges französisches Bistro. Und dann habe ich mich schon Gedanken gemacht über frische Weinschnecken und Escargots. Und dann gucke ich auf die Karte und dann Quesadilla, Texas Burger. Das ist kein Bistro, ne? Das Bistro mit Restaurant, mit internationaler Karte. Es ist wirklich um die Welt, wie das auch aussieht drin, um die Welt. Wenn du zum Karl essen gehst, ne, muss man sich mal die alten Weltkugeln vorstellen, ne, die in diesen alten Büros, weißt du, so drehen kannst. Ne? Was essen wir denn heute? Sohn Walter studiert eigentlich Buchhaltung, packt aber an den Wochenenden im Service mit an. Haben Sie ausgesucht? Na Jungs, wie beurteilt ihr die Servicequalitäten von Karls Sprössling? Deswegen ist es ein bisschen ruhiger wie Karl, oder? Wie meint Mike so schön, ein echter Powerriegel, der Karl. Der 55-Jährige schraubt in der Küche bereits fleißig an den Vorspeisen. Ich möchte dir gern etwas mehr erzählen über das Konzept, was wir haben. Am ersten, das Wichtigste für mich ist das hier. Das. Siehst du das? Ja? Ein großes Loch, oder? Genau. Das heißt, eine offene Küche. Der Mann wäre auch echt zu schade, wenn man den einfach in so eine Küche reinsperrt. Also das ist Entertainment pur. Ganz wichtig für mich, weil ich habe den Kontakt mit den Gästen. Die offene Küche, das ist wie für Karl gemacht. Karl ist nicht jemand, der in eine Ecke stellt. Weil Karl in die Ecke setzen, dann wird er todunglücklich. So, was geht's jetzt für uns kochen? Ich mache einen kalten Salat mit drei Sorten verschiedene Fisch. Es gibt die gerauchte Lachs, es gibt die holländische Krabben und dann gibt es einen hausgemachten Tuna-Salat. Der Tuna-Salat wird der Robin machen.
Sohnemann Nummer 2, Robin, kennen wir ja bereits. Soweit irgendwelche Fragen? Ich habe geräuchert Lachs, oder? Nein, das habe ich so gekauft. Und die sind die, naja, das kennen wir alle, ne? Das kann er ja bei so einer riesen Karte, kann er nicht selber räuchern und sowas, ne? Bei dem Gericht mache ich auch 2 Soßen dazu. Das ist ein Cocktailsauce und das ist ein Remouladesauce. Und das machen wir an Basis von selbstgemachter Mayonnaise. Fangen wir da gleich mit an. 12 Eier gehen da drin. Ja. Nur das Gelbe. Ja. Und das Eiweiß schmeißt du weg, oder? Das schmeiß ich weg. Kompromisslos. Brauche ich für nichts mehr. Für nichts mehr. Ist doch schade. Du kannst doch. Was? Jetzt brauche ich noch ein bisschen Neckarkel. Übrigens, dieser Hönig aus dieser Verpackung. Es ist ein deutsches Produkt. Ist ein sehr günstiger Hönig. Das ist der Hönig. Honig gibt es auch überall ums Eck bei jedem Bauern irgendwie. Das ist. Ach, das ist schade. Der Thunfisch kommt hier frisch aus der Dose. Von mir aus, bei der Vorspeise kann er auf den Dosenthunfisch verzichten. Aber Fakt ist, geh mal in einen Supermarkt und schau dir mal die Auswahl an Dosenthunfisch an. Also die Nation mag das. Ist auch Salz dazu? Nein. Nein? Kein Salz? Gut, dass du das sagst. Ich mache niemals Salz in Mayonnaise. Wir finden, dass wir im Allgemeinen zu viel Salz essen. Das heißt, beim Würzen und Kochen macht er auch kein Salz ran, oder wie? Na, das wird ja ein schönes Dreigang-Menü, mal 4 Personen. Ich glaube, das geht nicht gut. Also ich denke, tu Salz rein, Karl, passt. Nix da, jetzt verfeinert Karl seine Mayo noch mit Sonnenblumenöl und Weißweinessig. Wir machen erst die Cocktailsauce, weil die Mayonnaise wird nicht lange mehr dauern. Was kommt rein in die Cocktailsoße? Wir nehmen ein bisschen Ketchup. Im Cocktailsauce, ja, das wissen wir alle, machen wir ein bisschen Whisky da rein. Okay, und weiter? Hier ist der Cayenne-Pfeffer. Shake it, Baby. Jetzt die Mayonnaise dazu. Jetzt ist Muskelkraft gefragt. Freiwillige vor. Gut mixen und fertig. Noch Fragen? Wie heißt das im Deutsch? Schneebesen. Wie? Was? Schneebesen. Schneebesen. Ein Schneebesen. Auf Holländisch ein Garde. Ein Garde? 2 Schneebesen. In Holländisch 2 Gardes. 2 Gardes. Ach, nicht gut? Für mich klingt das gut. Alex hat früher in Sterneküchen gekocht. Genügt Karls Cocktailsoße seinen Ansprüchen? Von mir fehlt ein bisschen Salz. Ja. Aber das ist Vorgeschmack. Für mich ist es richtig. Ja, lassen wir so. Das an der Mayonnaise gehört doch ein bisschen Geschmack ran, oder? Ja, habe ich gefunden. Und dann ist fertig und richtig dann, oder? Ja, jetzt ist fertig. Hier habe ich die Remoulade. So. Nein, das ist Kartoffelsalat. Scheiße. Ein bisschen positiver Chaot auch, ne? Oder? Unverblümt, was ein Lachs, aber nein! Egal, komm! Man nennt das eine graue Nordsee-Garnele. Das sind ganz kleine Garnelen. Und wenn man die poolt, haben die so ein bisschen Grauschimmer über sich. Ja, ganz anders als zum Beispiel isländische Garnelen, die so richtig schön rosa sind, oder thailändische Garnelen. Karl bringt den Thunfisch in Stellung. Eieieiei, das ist Das ist was? Ja, schwierig, ne, der Teller. Fehlt noch was? Der Cocktailsauce, klassisch, mit Krabben. Und die Remouladesauce geht an diese Seite. Das ist, als wenn man sich noch einen Platz auf dem Teller sucht für irgendwas. Also mir gefällt Remouladesauce eigentlich mehr bei gebratenem Fisch, würde mir besser passen. Und eben halt bei so einem Lachs würde mir eine Meerrettichsoße besser passen. Ob's trotzdem mundet, zeigt sich jetzt. Karl und Walter servieren die Vorspeisen. Bart gönnt sich die Thai-Zucchini-Suppe. Fischkenner Jako muss selbstverständlich das Trio vom Fisch kosten. Alex freut sich höllisch auf seine teuflisch scharfen Scampi Diabolik. Und das Carpaccio hat Fred für sich auserkoren. Also mit dem Käse ist schön gemacht. Oder? Ja, das ist toll. Das will ich die ganze. Ja. Ja. Was war das, Tagessuppe? Das war eine Courgette-Suppe mit Kokos. Aber ich habe keinen Löffel. Ausgerechnet Bart, der bekanntlich viel Wert auf perfekten Service legt.
Ja, die Löffel war vergessen und ja, das ist gastronomische Fehler. Es ist halt ein wilder Knopf, der Karl, ne? Der ist einfach... Und dann wird das vergessen. Ich habe hier einen Löffel, in Holländisch ein Löffel. Ein Löffel. Jetzt haben wir zwei Löffel. Auf Holländisch zwei Löffels. Zwei Löffels. Nicht schlecht. Ist ja gut, ne? Nun zum Wesentlichen. Kann das internationale Vorspeisensammelsurium die Gaumen der Konkurrenz überzeugen? Was meinst du, Bart? Die Suppe hat alles, was man in thaise Suppe braucht. Er hat ein bisschen Kokos drin gemacht. Er hat ein bisschen Rotpfeffer drin gemacht. Da gibt es ein bisschen Lemongrass drin. Frische Koriander. Die kann ich nicht besser machen. Richtig perfekt. Die Suppe hat mich überrascht. Die ist kulinarisch. Die ist zu hoch für sein Lokal. Aber ich habe gerade gedacht, die schaut so ein bisschen gebrochen aus, die Suppe. Also so. Ja, fast geronnen oder irgendwie so. Nee, die ist super. Super schön. Das freut mich. Weiter bei Alex. Neben Bart der zweite gelernte Koch der Runde. Mit deinen Scampi Diabolique alles in Ordnung? Schön scharf. Nicht zu scharf. Aufgeschnitten, dass das so ein bisschen so toll aussieht. Gut gebraten, nicht zu weit. Findest du es nicht schade, dass sie schön gepult sind für das Geschmack? Die waren schön ganz gepult. Und dann hast man nur den Geschmack von den Scampi, die nur noch 40% ist. Ja, und wenn das gepült ist, glaube ich auch, das Feucht geht da raus. Das wird ein bisschen trocken. Ja, das wird trocken. Aber man kann auch eine Garnele ohne Schale richtig lecker hinbekommen. Also, dass wir das jetzt auch mal haben. Das meist Wichtige vom M ist, glaube ich, die Soße, nicht wirklich die Scampi. Scampi hat schönen Geschmack. Wenn die Soße gut ist, das reicht. Also, da hat es ja dann den richtigen getroffen mit den Garnelen. Ne? Dem Alex schmeckt es. Also, fein. Das waren zwei. Fritz und Jakobs Meinung möchte sich Karl jetzt persönlich abholen. So, Herrn, schmeckt es? Hat es geschmeckt? Also, pass mal auf. Du hast jetzt hier drei Fischsorten auf dem Teller. Ja. Also, bei den Nordseekrabben. Da kann man nichts sagen. Das sind einfach klassische seeländische Nordseekrabben. Frisch, gepult, saftig, feinem Geschmack. Der Lachs ist einfach gut. Ja. Ja, es ist Norweger Lachs, denke ich, oder? Ja, Norwegen. Ja. Also ich hätte persönlich jetzt die Remouladensoße nicht bei dem Lachs gemacht. Ich denke, es gibt vielleicht Meerrettichsoße oder sowas. Ja. Würde mir besser gefallen, aber ist vielleicht persönlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, absolut. Aber sonst eigentlich relativ sicher. Ja. Aber der dritte Fisch, der Thunfischsalat, warum machst du das darauf? Da ist er wieder, der Dosenthunfisch. Der Teller hat ja 16,50 Euro gekostet. Mit den Nordseekrabben und dem Lachs war das okay, aber dann fehlt aber noch eine teure Komponente, um den Preis zu rechtfertigen. Und wenn er dann unbedingt Thunfisch, er hat doch wirklich da einen Händler. Dann kannst du doch einfach ein kleines Thunfischsteak dazu braten. Jetzt ist Karl aber mehr als gespannt auf Frieds Vorspeisenanalyse. Meine Vorspeise, die Carpaccio, schön zu sehen, wirklich mit die großen Parmesan, total anderes wie normal. Das Fleisch, glaube ich, haben sie wirklich selbst geschnitten. Ja. Das kann man sehen. Nur ein Ding. Welches Ding meint er wohl? Ich wette, der Balsamico. Ich mag das nicht so am Carpaccio und das war nicht am Karte. Sie haben da Balsamico, Creme de Balsamico aufgemacht. Ja. Und auch auf das Fleisch. Das hat die Fleisch süß gemacht und eigentlich das Fleisch beschadigt. Hat darauf nichts zu suchen. Danke. Danke, danke, Fred. Einen Punkt habe ich bestimmt verloren, aber ich werde sorgen, dass die Hauptspeise 100% sind und dass das kein Punkten kostet. Während die einen werkeln, gehen die anderen auf Wanderschaft. Während des Menüs wechseln sie nach innen. Das ist sicherlich dem Wettkampf geschuldet. Ne? Und die wollen das von der Atmosphäre noch mal spüren, wie man da drin sitzt. Ne? Finde ich auch witzig. Boah, krass, ne? Ja? Überall hing etwas. Fred und Bart preschen ohne Umwege in die Küche vor, um sich von Stimmungskanone Karl beim Kochen bespaßen zu lassen. Heute wir lassen sehen, wie ich ein gutes Filet vom Rind, wie wir das machen hier. Ein Griff in den Kühlraum und schon geht's los. Was genau ist das für ein Fleisch? Hier haben wir den Filet. Das ist im Ganzen. Diese kommt aus Irland. Das Fleisch ist das beste Stück vom Rind, das wissen Sie. Die Preis ist in Irland besser wie in Holland. Macht Sinn. Schließlich hat Irland mehr Weideland zur Verfügung.
an dieser Seite ist die Kette noch dran. Das ist das Erste, was wir abholen. Dann mache ich eine gute Brühewanne oder ein Fond, die ich wieder benutzen kann für meine Soße. Diese Kette, die ist mit so leichter dran gewachsen, gell? Aber die ist separiert. Man sieht es auch, das ist getrennt durch eine eigene Silberhaut. Ja? Und die kann man jetzt nicht als Filetsteak herschneiden oder sowas. Ne? Aber ich finde es auch zu schade, nur zum Rumwurschteln. Man kann jetzt da auch die parieren und da kann man gutes Geschnetzeltes draus machen oder sowas. Ich muss es portionieren. Und da muss ich gut aufpassen. Welche Portion gehst du machen? 200 Gramm? Ja, 200 Gramm. Ich schätze ein, aber das ist Erfahrung, dass das ein ist. Er schätzt und hat aber Erfahrung. Jetzt schauen wir mal. Pass auf, jetzt machen wir es. Also, top. Die Wette gilt. Schafft da 200 Gramm. Und die Waage spricht. Zu viel. 221. Ja, yeah. Nächster Versuch. So, gehen wir zum nächsten. Tja, des einen freut. Jetzt habe ich nicht so eine gute Sache gemacht. Zu wenig. Das kann passieren. Also für eine Wette reicht es nicht. Er hat vielleicht zwei, drei Stücke mit schnell und nicht denken kaputt geschnitten, weil das ist so teuer. Er hat dann gesagt, ach, da mache ich etwas anderes mit oder andere Gericht. Das kann man mit billiges Fleiß machen, aber nicht mit dieser Qualität. Und du kannst ja nicht so ständig alles verschneiden. Dann hast du nur noch 140, 160, 150 Gramm Stücke. Nichts entspricht mehr der Karte. Dann kannst du nur noch Geschnetzeltes anbieten. Das ist echt mega schade. Ne? Kannst du das mal hinlegen und in den Kühlschrank stellen? Dann können wir zum Kochen übergehen vom Soße. Ja? Welche Soße ist das? Es ist eine Soße mit einem Blauschimmelkäse. Welche? Santa Gu habe ich für diese genommen, weil das Geschmack ist nicht zu hoch und auch nicht zu wenig. Ist schon deftig, ne? Muss ich sagen. Ne? Also, aber kann man machen. Die Frage ist, wie man es macht. Ja, ist doch klar. Natürlich à la Karl. Als Basis für seine Soße schwitzt Karl zunächst Zwiebeln an. Soweit alles ganz klassisch und nach Lehrbuch. Also auf der einen Seite kein Salz verwenden, aber auf der anderen Seite Blauschimmelkäse, bis der Arzt kommt. Ne? Also, schade, glaube ich. Kann ich mal probieren? Ja, sicher. Probier ein Stück. Blauschimmelkäse enthält übrigens viel Eiweiß, Calcium und Vitamin B. Die ist doch heftig, die Käse. Ja, und ich habe immer gelernt, wenn die Käse oder wenn Geschmack warm würde, wird das noch ganz starker. Die Käsesoße bei einem Steak, das kann gut zusammengehen. Aber das Fleisch muss das Fleisch bleiben. Die Käse muss nicht sagen, hier bin ich und da ist das Fleisch. Zum Ende kommt dann noch der Rahm kommt, dazu. Auf Deutsch Kochsahne. Ist auch sehr simpel gemacht. Gell? Also das ist jetzt einfach nur Zwiebelchen, Blauschimmelkäse und ein bisschen Sahne. Ne? Und Pfeffer. Simpel heißt ja nicht unbedingt schlecht. War zumindest scheint Karls Käsesüßchen zu munden. Kommen wir jetzt zu Pommes. Ich habe die frisch geschnitten und geschält vom Bauern. Werde ich zeigen. Geschnitten, geliefert? Geschnitten. Oder hast du die selber geschnitten? Nein, nein, nein. Ich habe nicht selber geschnitten. Es wird so angeliefert. Im Wasser? Das war für mich ganz neu, habe ich niemals gesehen. Ich glaube, im Wasser dann soll die Schmach auf Geschmack und die Kartoffel verwässern, verwässert. Ich kenne das auch nicht, ganz ehrlich. Ich kenne die, dass die vorblanchiert sind zum Beispiel in Fett. Ja? Und dann kann man die frisch geliefert bekommen, so. Aber in Wasser laugen die aus. 160, das stimmt. Die braucht zwei Temperaturen für die frische Pommes. 160 Grad, um vorzubacken. Wenn das 180 ist, geht das ganz zu schnell trocknen und kann das auch verbrennen. Vorbacken 5 Minuten, abbacken am 180 Grad 2-3 Minuten und dann bekommen Sie gute Pommes. Und mit Pommes kennen sich die Holländer aus. Nun zum Steak. So, zum Erst mache ich Pfeffer drauf. Ich brauche nur Pfeffer, niemals Salz. Wenn ich mein Steak bekomme ohne Salz, ja, dann nehme ich mein Steak und sage, oh, ich habe keinen Steak. Das schmeckt mir nicht. In meinem Restaurant, wo ich Gäste betreue, kann ich doch nicht salzarm oder salzlos kochen. Jetzt geht im Steak in Pfanne. Dauert nur 3-4 Minuten. Pommes werden fertig sein. Und jetzt ist Zeit, um dich aus der Küche zu schmeißen. Und setz dich am Tisch. Schwuppdiwupp sind die Hauptspeisen servierbereit.
Alex zieht das Duo aus Lachs und Kabeljau an Land. Oh, Haut ist nach oben. Oh, hallo. Die Haut ist oben. Oh, was ist denn da passiert? So sieht Freds Filetsteak mit Blauschimmelkäsesoße aus. Bart probiert etwas vom Rindfleischwok. Die Scampi mit Knoblauchbutter und Pommes atmet Jaco ein. Riecht richtig gut. Also ich rieche schon den Lauchbutter. Also wenn ihr mir heute Abend nicht mehr sehen möchtet oder so, dann sag einfach Bescheid. Ne? Karl hat seinen Mitstreitern einen Tip-Top-Hauptgang versprochen. Jetzt zeigt sich, ob das so passt. Schöne Scampis mit reichlich Lauchbutter. Die sind schön saftig, also nicht zu weit gegart, die sind nicht trocken. Richtig schön gut vom Geschmack, wie du das auch bei der Vorspeise schon hatte. Das ist für mich auch etwas, was zum Bistro gehört. Salat dazu, Pommes dazu, Mayo dazu. So einfach kann ein gutes Gericht sein. Das ist die Universalbeilage. Was gibt's dazu? Pommes. Es fehlt nur eins. Was ist schöner als bei so einem Lauchbutter, dass man so ein dickes Stück frisches Brot dabei hat, wo man richtig da durchgehen kann. Und da genießt man den Butter ja noch mal. Fred kostet das Filetsteak mit Blauschimmelkäsesoße. Und mit welchem Ergebnis? Ja, das Fleisch ist gut. Ich mag das wirklich ganz, ganz, ganz rot. Ja, das ist gut. Das Einige ist die Soße, wo in die Küche. Wenn wir das probiert haben, da war wirklich scharf. Dann hat er gesagt, okay, am Gefühl mache ich ein bisschen mehr Küchensahne. Ja, und dann war das eigentlich ein bisschen laff. Ah, das geht's nicht. Erst zu intensiv, dann hat er quasi auf die beiden gehört in der Küche und jetzt ist es zu lasch. Jetzt ist gar kein Geschmack mehr drin. Ach, und dann kein Salz, auch nicht. Ich glaube, vielleicht hat er die aus der Pfanne gleich am Teller gemacht, weil da kam viel Blut aus. Eigentlich muss man das Steak, wenn rot bestellt würde, 2 oder 3 Minuten liegen lassen. Dann bleibt das Blut im Fleisch. Man soll einfach immer so ein gebratenes, schönes Steak einfach kurz ein bisschen rasten und ruhen lassen, ne, dass sich das ein bisschen entspannen kann. Aber das Geschmack und die Struktur für das Fleisch ist gut. Mit Pommes frites kennt sich Fred ja bestens aus. Ich erkenne ein gutes Pommes an die draußen ist das krokant, ist nicht wie so ein Pommes, die das macht, aber die bleibt stehen, war das und habe ich das offen gemacht, das war noch die Kartoffel dahin, wie die ein bisschen Püree und das war nicht zu trocken, war auch nicht roh, das war gut. Ja, ist Holland, frisches, ne? Da schau an, die in Wasser angelieferten Fritten können tatsächlich was. So Herrn, wie war's? Ich hatte den Wok, Beef Wok. Probier's mal selber. Oha, bei Jakos Hauptgericht muss etwas mächtig schiefgelaufen sein. Nur was? Vielleicht etwas mit dem Soße. Ich habe süß-saure Soße braucht. Das habe ich nur im Fleisch gemacht. Und in dem Wok geht nur ein bisschen Ketchup. Ketchup, Mani. Er meint nicht Ketchup, er meint die indonesische Sojasauce. Den Ketchup habe ich nicht gesehen oder ja, es ist nicht viel. Du hast den süß und sauer Soße drin gemacht und sonst jetzt ist alles ist süß und sauer. Leider hat den Karl diese Soße auf meinen Grill geschmissen und hat alles kaputt gemacht. Ich hatte nur noch das geschmeckt. Das ist so eine Sweet Chili Soße, die hat jetzt so Einzug gehalten, auch in Deutschland, nicht nur in Holland übrigens. Gell? Die ist schon recht gut, aber wenn man die nur ausschließlich nimmt, ja, dann ist halt süß-sauerscharf. Ich denke, Bart, du hast recht damit, dass das zu viel überherrscht. Ich mache das nie mehr. Gelebte Kritikfähigkeit. Jetzt aber volle Konzentration auf Alex und sein Fischduo. Von mir, den Lachs war ein bisschen zu weit. Weil wenn das ganz zu weit ist, dann ist das so ganz trocken, tot und mit Eiweiß draußen. Ja. Und mit dem Kabeljau auch, kannst du auch schön sehen, das ist viel Eiweiß drauf und dann, wenn du es probierst, ist es ganz ein bisschen trocken. Er hat jetzt also wirklich es versucht, aber dann hat er halt seinen Ofen mit 180 Grad, ne? Und da schiebt das nach wie vor rein und das ist das Ergebnis. Alex, du hast recht, das war das gleiche Kommentar von dem Mike. Ich habe es gemacht, wie ich auf der Weise Mike das machen werde, aber es hat noch nicht geklappt. Es tut mir wirklich leid. Übung macht den Meister, heißt es doch, ne? Also. Ja, der Tipp von Mike war natürlich ein ganz guter Tipp. Wenn ich das 10-mal geübt habe, wird das gehen wie
kein Problem. Nun kümmert sich Karl aber erstmal um die Desserts unter fachmännischer Aufsicht von Feinschmecker Alex. So, Karl. Hey, Alex, gut. Gut, dass du hier bist. Wir machen jetzt die Desserts. Karl ist, glaube ich, kein Dessertmann, weil er ist immer so hastig und hat keine Ruhe. Und vor Desserts brauchst du vielleicht ein bisschen Ruhe. Und das ist nicht Karl. Das Einzige, was wir jetzt gleich machen müssen, ist die Schokoladensauce. So. Das Einzige. So alter Schwede, ne? So, wir fangen gleich an. Wir nehmen das, der Kallebaut, richtig belgisch. Die belgische Schokolade ist wirklich gut vom Geschmack und auch von Konsistenz. Und auch nicht so bitter, wie manchmal die französische ist. Das ist Sahne, aber fettige Sahne. Ein Schluck geht hinein. Gut. Dazu machen wir noch Milch. Der nächste Schritt ist simpel. Gut rühren, rühren, rühren. Rühren bleiben, weil wenn man das stehen lässt, wieso, dann brennt die Schokolade an. Gut rühren, rühren, rühren. Alex, kannst du mal ein bisschen weiter rühren? Kann ich schon mit der Crème Brûlée anfangen? Selbstgemacht ist die aber nicht, oder? Ich kaufe gute Sachen, womit ich arbeiten kann, damit ich da selbst nicht zu viel Arbeit mehr anhabe. Wenn man Fertigprodukte einkauft, das ist an sich kein Problem. Man soll aber darauf achten, dass die Qualität dann auch wirklich gut ist. Ja? Und wenn man dann noch etwas selber dazu tut, das soll dann auch passen. Das Crème Brûlée ist fertig, dann macht er halt nur noch Zucker drauf. Dann wird es flambiert. Ja. Gut, was ist da jetzt selber gemacht? Ne? Und die Schokoladensoße, ja, Schokolade, Sahne und Milch zusammengekocht, ist auch nichts. Ne? Also, das ist dann schon ein bisschen schwach. Machen wir jetzt nur die Apfelstrudel. Ich mache das heiß in 30 Sekunden in Mikrowelle. Ja. Eine Mikrowelle, Mikes Lieblingsküchenhelfer. Ich bin einfach gerade sprachlos, in welcher Selbstverständlichkeit er Mikrowelle benutzt, fertige Desserts erklärt. Diese kaufe ich beim Bäckerei. Der Bäcker macht diese für mich. Stelle mal gleich im Ofen. Ich kaufe den Apfelstrudel ein bei einer kleinen Konditorei. Das ist gut, weil es ist auch ein kleines Geschäft, die das auch noch mal traditionell gemacht hat. Auch gut eingekauft gibt Punkte. Und damit kommen wir zum letzten Gang des Abends. Karl läutet die Dessertrunde ein. Die Crème Brûlée ist Jakos Vorstellung von einem gelungenen Abschluss. Alex wartet bereits sehnsüchtig auf seine Dame Blanche. Fried probiert den Apfelstrudel mit Vanilleeis. Und der Café Glacé, also der Eiskaffee, ist für Bart. Dein Apfelstrudel sieht aus, wie ich in Österreich bin. Ja. Ich möchte gern wissen, wie der schmeckt. In diesem Sinne, eats makkelig allerseits. Bleiben wir doch gleich bei dir, Fried. Wie ist da dein Apfelstrudel? Ich weiß nicht, ob das hier gemacht ist, aber es war sehr, sehr heiß und das Geschmack ist gut. Und was mir immer gefällt, ist, wenn das durchschnitt oder öffnet, dass da auch wirklich Apfel in ist. Was ich auch sehr gern möchte, ist, das Teig ist nicht so dick. Jetzt, wenn ich das durchschnitt, ist das wirklich ganz einfach. Karl hat mal in der Küche gesagt, mache ich nicht selber, aber eine kleine Konditorei hier um die Ecke macht im Feuer. Und das ist doch dann auch schon schön, weil man dann einfach merkt, es ist jetzt nicht so ein industriell gefertigter Apfelstrudel. Barts Dessert sieht aber auch ganz lecker aus. Was hast du noch mal? Ich habe einen Kaffee Glacé. Das ist normalerweise Doppel-Espresso mit 2 Kugeln Eis drin, Vanilleeis. Letzte Kugel on top ist Vanille. Aber wenn ich jetzt mit meinem Löffel runtergehe, dann sehe ich erst, dass es Kaffeeeis gibt. Da hat er mir ein bisschen, halt mir, gefoppt. Ich hätte lieber ein gutes Doppel-Espresso mit Vanillekugeln, mit den Sahne drauf, wie das er das gemacht hatte. Doch hat es gut geschmeckt. Ich habe noch nie über einen Eiskaffee 3 Minuten gesprochen. Mann, Alter, 2 Espresso, Kugel Eis, Sahne. Bingo, paff, fertig. Apropos Eis. Wie geht's denn Alex mit seiner Dame Blanche? Das Vanilleeis gekauft, aber ist schon richtig Vanille da rein. Und die Soße auch gut gemacht, Kallebaut Schokolade. Das ist ein Vanilleeis mit Schokosoße. Und Achtung, jetzt verrückt, Sahne.
Einfach, 6,50, billig. Gut. Ob man das auch von der Crème Brûlée behaupten kann? Lass hören, Jakob. Ich habe direkt, wo es auf den Tisch kommt, einen Löffel drauf. Und man muss das auch knacken hören. Und hier, das ist einfach wie, eigentlich wie ein bisschen wie ein Schwammig. Ne? Mhm. Ja? Wenn man sie im Mund steckt, dann knuspert das schon noch. Also schon gut gebrannt. Aber es ist keine so richtige knusprige Karamellplatte drüber. Das war nicht, wie das gehört, karamellisiert. Das war nur ein Pudding, Creme Catalana. Das ist in die Hose gegangen bei ihm. Oh Gott, es tut mir so leid. Und Jaco entert just die Küche, natürlich nicht ohne die verunglückte Creme Brûlée im Anschlag. Hey, Karl. Hey, Jaco. Nicht schrecken, pass auf. Ist Ende für mich. Ja, ein Spaßvogel, ne? Pass auf. Mittlerweile wissen wir, du arbeitest in deiner Küche mit vielen Fertigprodukten gut eingekauft. Ja. Aber wenn man die gut einkauft, ist das kein Problem. Und was du machen musst, ist da hier diese Kruste drauf. Ne? Und die muss schön knusprig sein. Also du musst das zweimal abbrennen, dann ist das schön knusprig. Ja, es tut mir leid, Jaco. Ja? Ich kann, jetzt ist es zu spät. Es ist einfach so, dass jetzt in jeder Runde musste sich Karl entschuldigen für irgendwas. Was wir machen, du musst das nicht bezahlen. Ich muss das nicht bezahlen. Nein, du musst das, wenn das nicht gut ist, ist es nicht gut. Finde ich eine tolle Aktion. Da gibt er ja seinen Fehler zu und sagt, du musst das nicht zahlen. Also, ich war zufrieden. Karls Mitstreiter hatten heute einiges zu kritisieren. Bleibt die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. So, Herren. Ich hoffe, dass ich allen einen schönen Abend gehabt habe in unserem Bistro. Hier ist die Rechnung. Bis morgen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Was kosten drei Gänge minus eine Creme Brûlée im Bistro en passant? 189,30. Das ist wenig. Ja, was finden Sie? Drei Gänge mit Getränke unter 50 Euro pro Person. Mit zwei Gläser Wein und Kaffee. 189 Euro, für mich ist okay. Aber wenn man das mit den letzten zwei Tagen vergleicht, finde ich, hinkt hier eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also hier das Lokal von Karl ist toll. Die Küche ist vielleicht ein bisschen weniger wichtig, aber es ist eigentlich wie bei einem gutes Gericht, wobei der Soße eben halt das Gericht zu Ende macht. Und hier in diesem Lokal ist Karl der Soße. Karl macht das Gericht, Karl macht es en passant. Karl ist eins, sein Gericht ist zwei und drei ist das Essen. Ja, ja, ich glaube, Karl, die fehlt ein bisschen das Eigengemachte. Das ist alles eingekauft und das kann gut sein, aber er hat nicht seinen eigenen Twist da angegeben. Und das ist schwer. Punkten werden nach unten gehen. So, in meinem Gefühl bleiben 7 übrig. Mal schauen, wie sich Karls Selbsteinschätzung mit der Realität verträgt. Liebe Seeländer, eure Punkte bitte. Ich wollte den Karl heute 7 Punkte geben. 7 Punkte. Plus weitere 7 von Bart. Der Karl mit ein Passant bekommt von mir 7 Punkte. Ich glaube, dass er mit 7 sehr gut bedient ist. Die Herren haben sich doch wohl nicht abgesprochen, schon wieder die gleiche Punktzahl von jedem. Das Bistro en passant belegt mit 28 Zählern vorläufig den 2. Platz. Morgen geht's ins Dockside. Barts Fleischtempel verschlägt selbst Profi Mike zwischenzeitlich die Sprache. Oh, das ist sehr gut. Da steht halt Bart und er guckt nach dir und sagt willkommen. Für mich ist das zu hoch. Ich werde das nicht weiter essen.